Gut, dann hoffe ich mal, der Wächter ist nicht zugegen, dass wir hier erstmal wieder raus können. Der läuft so eine Runde, Gott. Hier ist noch was. Für den hier. Wie es scheint. Hearts gewinnt Bahamas. Hier fehlen viele. Wow. Hearts verkündet Sieg im Kampf um die Bahamas. Nassau, 22. Dezember 2062. Nach wochenlangen Gefechten zwischen den Robotertruppen des von den USA unterstützten Hearts-Unternehmens und denen des kolumbianischen Kollektivs TG Communications wurden die Inseln des früheren Staatenbundes der Bahamas offiziell von Hearts akquiriert, wobei die positive Bestätigung der Übertragungsforderung noch aussteht. Das Interesse an den Bahamas, die durch die Wiederherstellung des Polareises und das damit verbundene Absinken des Meeresspiegels wieder aufgetaucht waren, wurde von den dortigen reichhaltigen Vorkommen an Argonit befeuert, einem Mineral, das für die chemische Entfernung wasserbasierter Schadstoffe benutzt wird. Hearts, das bereits eine beeindruckende Roboterstreitmacht kommandiert, nahm die Unterstützung des privaten Militärunternehmens Great Lakes Combat Solutions aus Michigan in Anspruch, um Produktionsanlagen von TG Communications einzunehmen. Das deutlich kleinere kolumbianische Unternehmen verteidigte seine Anlagen auf den Bahamas länger als erwartet, da es seinerseits Roboter-Leasing-Verträge mit dem indischen Militär abgeschlossen hatte, war aber schließlich angesichts der größeren und besser ausgerüsteten Akquisitionsstreitmacht zum Rückzug gezwungen. Hearts hat Pläne für eine Holo-Übertragung eines gewaltigen Spektakels, das die explosivsten Robotermomente im Roboterkonflikt präsentiert, angekündigt. Zum Zeitpunkt der Drucklegung stand das Datum der Ausstrahlung jedoch noch nicht fest. Es gab also Krieg, quasi. Nein, hier ist nichts. Es gab also Krieg. Die haben sich miteinander dann, naja, um Territorien und man kennt es ja. Und dann hat es so geendet, weil die Menschen sich gegenseitig. Oh, süß, eine Ratte. Wenn ich dich nur überbrücken könnte, wo könnte ich das wohl lernen? Wen willst du überbrücken? Die Graser? Oder wie die heißen? Aber warum willst du die überbrücken? Lass die doch, die sind doch friedlich, die machen uns doch nichts. Was war das jetzt für ein Pling-Pling? Ist hier irgendwas in der Nähe? Irgendwas Wichtiges in der Nähe? Ich will da reingucken jetzt, wegen dem Pling-Pling. Kommt der mal wieder, der kleine Wächter? Sieht schon krass aus. Hallo? Wächter, du warst doch eben hier. Genau diesen Ton meine ich. Ist da irgendwas hier in der Nähe? Ich könnte ihn auch einfach mal suchen. Da ist er. Du Kleine. Na komm her. Krieg ich dich? Ich meine, überbrücken bringt, glaube ich, nicht viel, wenn das nur zeitweise ist. Gut, die Graser sind mir relativ egal gerade, weil die hauen ja ab. Oder wir machen es halt so. Ach Mensch. Dann halt nicht, du dummes Ding. Wer mich angreift, muss mit den Konsequenzen leben. Gut, hast du noch irgendwas verloren? Oder du hast was?
Da ist eine Linse dabei. Der war wahrscheinlich zu nah dran. Deswegen ist der gleich losgegangen. Hier ist aber auch nichts. Also keine Ahnung, was das für ein Geräusch war. Ich sehe hier kein blaues Blinken von irgendeinem Dokument. Gut, ein Versuch war es wert. Ich denke, da müssen wir später dann nochmal die Ruinen abgrasen. Um diese ganzen Dokumente zu sammeln und zu finden. Hier ist noch eins. Okay. Ja, komm, scannen. Oh, schon wieder eine Lücke dazwischen. Priesterin der ewigen Verdammung, Harriet Choi, gestorben. Perth, 2. September 2063. Die berüchtigte Bioterroristin und Anhängerin des Kults Ewige Verdammung, Harriet Choi, ist im Alter von 54 Jahren an Lungenkrebs gestorben. Choi, deren Glaube es ihr verbot, sich medizinisch behandeln zu lassen, veröffentlichte im letzten Jahr eine Erklärung, die hier in Auszügen wiedergegeben wird. Ich sterbe, wie immer, und niemand steht weit hinter mir. Ich bleibe standhaft. Vater Globus liegt im Todeskampf. Er ist bereit zu sterben. Doch ihr verhöhnt Vater Globus. Statt ihm zu helfen, Schmutz abzustreifen, besteht ihr darauf zu wissen, was das Beste ist. Jetzt hattet ihr eure Rückforderung und glaubt, ihr werdet ewig leben. Aber im Grab ist immer noch so viel Platz wie zuvor. Choi saß eine lebenslange Haftstrafe im Alpha Campus von Punitech Inc. Incorporated ab. Sie galt als Erfinderung des viralen Verdammnis-Plage-Cocktails, der 2039 New York, London, Moskau, Tokio und Shanghai erfasste. Die Entscheidung, Choi lebenslänglich zu inhaftieren, anstatt sie zu exekutieren, traf größtenteils auf fassungsloses Unverständnis. Aber die Informationen, die sie im Austausch für ihr Leben bot, führten zur Verhaftung von 16 hochrangigen Mitgliedern des Terroristenkults und schließlich zum Zusammenbruch der ewigen Verdammnis. Okay. Hier muss der Angriff auf den Kriegstrupp bald nicht mehr lesen. Diese Verwüstung. Welche Verwüstung? Ich sehe nichts wirklich viel. Außer da hinten, den kleinen Wächter. Altes Klangspiel. Find ich immer noch witzig. Was heißt denn, hier muss das stattgefunden haben? Ach so, wir sind noch nicht ganz da. Verwirrt mich doch nicht so. Gut. Ich könnte das aber auch sammeln und direkt essen, oder? Sehr nützlich. Weil das jetzt wieder weiß war, wenn ich verwundet bin, kann ich auch direkt. Da oben? Okay. Kommen wir da so hoch? Das wäre doch schon mal... Und nu? Begib dich zum Schlachtfeld. Untersuche das Schlachtfeld. Welches Schlachtfeld denn? Ich sehe hier nicht wirklich was. Keine Leichen. Ah, da ist Blut. Wenn ich Kriegsherrin Sona finden okay. will, ist der Ort des Massakers meine einzige Spur. Aber mit unserem Fokus können wir hier noch nicht so viel an dem Blut ausrichten. Viele Maschinen. Und alle werden von den Mördern kontrolliert. Verdorbener Wächter. Wenn ich Kriegsherrin Sona finden will, ist der Ort des Massakers meine einzige Spur. Ich suche den Kadaver eines verdorbenen Wächters. Ja, bin dabei. Aber erstmal... Was? Ach, hier ist einer. Sie haben eine ganze Horde von ihnen den Hang hinuntergeschickt. Ausnehmen kann man die nicht? Vielleicht hat die Kriegsherrin etwas hinterlassen. Irgendeinen Hinweis, wohin sie gegangen ist. Woran erkennst du, dass die verdorben waren, Aloy? Weil die jetzt hier schwarze Drähte und irgendwelche Leitungen haben? Oder... Oh Gott, so ein Ding war auch hier. Konnten einen Verderber erledigen. Aber vorher haben die Mörder ihn benutzt, um andere Maschinen auf sie zu hetzen. Wow. Untersuche das Schlachtfeld weiterhin. Ja.
Rede mit den Überlebenden. Nein, ich will das Schlachtfeld untersuchen. Ich rede jetzt nicht mit irgendeinem Überlebenden. Ich bin doch nicht blöd. Krieger! Hey, warte mal! Sucher, bitteschön. Nicht Krieger. Okay, eine Feuerstelle. Haben die hier kampiert, bevor es zum Angriff kam? Wo ist er denn hin? Ist der außer Puste? Verwundet? Die Toten und Verwundeten alle weg. Gibt's hier keine Krieger und Heiler mehr? Nur ich. Du bist verletzt. Was ist passiert? Was nicht? Die Hölle ist los. Sona schickt mich, um Bericht zu erstatten. So nütze ich ihr nichts. Vahl sagte, dass Sona die Mörder verfolgt. Hatte sie Erfolg? Wir folgten ihrer Spur, aber wieder und wieder griffen uns ihre Maschinen an. Meine Wunden schwächten mich, also schickte Sona mich zurück, um auszurichten, dass sie den Kampf nicht aufgibt. Das heißt, beim Angriff auf den Kriegstrupp warst du hier? War ich. Ich dachte, die Erprobung sei unser dunkelster Tag. Aber ich lag falsch. Die Kriegsherrin versammelte noch die Nachhut. Und blind vor Wut tappte die Vorhut derweil in die Falle. Dutzende Tod in Minuten. Ohne Sonas Eingreifen hätten sie uns niedergemetzelt. Vahl wollte, dass ich Sona suche. Weißt du, wo sie sein könnte? Ich kann dir sagen, wo wir uns trennten. Beim Metallturm, südöstlich der Ruin bei Teufelsdorst. An einem Hang mit einem einzelnen Felsen. Ich werde jetzt ins Becken zurückkehren und Vahl Bericht erstatten. Urmutter, gebe dir Kraft. Wirst sie brauchen. So allein. Ja, geht schon. Der kann kaum laufen. Begib dich zum letzten bekannten Aufenthaltsort. Gut. Dann das letzte Tageslicht. Ich muss wachsam sein. Ja, finde ich gerade eh ein bisschen blöd hier mit diesem Tag und Nacht. Ist etwas unpraktisch. So, also müssen wir zum letzten Bekannten... Das wird mir unterwegs sicher weiterhelfen. Jetzt ist mein Beutelchen voll. Das letzte Bekannte ist dort hinten. Also wieder rein in die Ruinen. Hoppala. So viel dazu, dass ich gesagt habe, ich will mich hier umgucken. Man wird eh gezwungen, hier immer mal hin und her zu marschieren. Aha. Das ist nur ein Graser. Was heißt denn hier Lager? Huch. Langhals abgeschlossen. Ui, nein, ich bin nicht da. Wie soll ich denn da durchkommen? Himmel, ich kann doch nicht einfach nur die Beine in die Hand nehmen. Was sind da? Wächter. Und hier ist eindeutig kein rotes Gras, in dem ich mich verstecken kann. Nein, hier ist niemand. Mensch, hau ab. Hau ab, du gelbes Etwas. Komm jetzt bloß nicht hier gucken. Geh weg. Jagen Sie mich. Hier ist nichts. Geh weg. Husch. Oh, schöner Mond. Ja, du bist ein ganz süßer und jetzt hau ab. Mann. Okay, das gelbe Flimmern sind
Nur die Fackeln, oder? Ah. Solche Tierchen sollten ja erstmal blau leuchten. Ja, super, was rennt der hier rum, wo ich gerade raus wollte? Ist da irgendwo das rote Gras, in dem ich mich verbergen kann? Oh, Mann. Der Gegner hat mich im Visier. Ah, toll. Okay, nichts wie weg erstmal wieder. Ach Mann, ist das doof. Ich bin überhaupt nicht hier. Ihr seht mich nicht. Nein. Das war nur eine Fata Morgana. Ziemlich faszinierend, wenn sie nicht gerade nach mir suchen würden. Da hast du recht, Aloy. Drüben sind also viele, viele Wächterleins. Gut. Hier ist rotes Gras. Hoppala, da kommen wir schon mal ein bisschen zumindest... Aloy. Ein bisschen näher rein. Wo rennt denn der hin so aufgeregt? Zum letzten bekannten Aufenthaltsort von uns? Gut, und nun würde ich hier gern die Nacht abwarten, weil ich halt ja bei Tageslicht hier mehr sehe, außer es regnet wieder. Weiß nicht, ob ich hier irgendeine. Kümmert euch einfach um eure Sachen. Richtig, ob ich hier irgendeine Falle stellen könnte. Ah, das sind die Freunde wieder. Gut, ich hätte ja gern mal einen Speicherpunkt. Aber... Speichern wird hier wohl überbewertet. Hey, Süßer. Rotes Licht bedeutet Ärger. Ja, aber der scheint nicht ganz zu wissen, wohin soll. Komm schon. Weg mit dir. Mensch, da habe ich mich ja auch angestellt wie der letzte Mensch gerade. Hui, so viel verballert. Das ist nicht gut. Ich meine, okay, wir haben die Ressourcen ja. Aber trotzdem. Ich denke auch nie an solche Extrasachen. Mit dem Zeitverlangsamen zum Beispiel, wo ich seine Nase, seine... Ja, gut, sein... seinen Scheinwerfer besser gesehen hätte und... Sind das da zwei Parkuhr und Mülltonne? Okay, ich lasse mich schon wieder viel zu sehr ablenken. Ja, wie gesagt, an sowas denke ich dann meistens nicht. Das ist einfach blöd. So, das ist der, der hier unterwegs war. Hoffe ich. Da wäre das nächste... Das nächste rote Gras. Ach ja. Was willst du? Ich denke, ihr seid scheu und lauft weg, wenn ihr uns seht. Oh Mann. Die gehen mir echt auf den Keks langsam. Fertigkeiten. Wie jetzt? Nur ein Punkt verdient. Ja gut, dann nehmen wir das da mal mit. So. Wir müssen immer noch nach da. Ich weiß nur nicht, ob sowas hier... Behälter, alte Trümmer... Ist also nichts. Kein so ein Datenpunkt.
Da ist so ein Datenpunkt. Wird das irgendwie angezeigt? Ah, Lücke gefüllt. Leitartikel gilt der erste Verfassungszusatz für virtuelle Räume. 29. April 2063. Letzte Woche wurden in einem der größten abgestimmten Polizeieinsätze der Geschichte der USA die Wohnungen von mehr als 700 Privatpersonen durchsucht. Mehr als 500 Verhaftungen wegen aufrührerischen kriminellen Verhaltens durch die Nutzung privater Informationsprozesse waren die Folge. Wer in den letzten 9 Jahren aufgepasst hat, weiß, was hinter diesem juristischen Wortsalat steckt. Die verhafteten Personen werden beschuldigt, an einer virtuellen Kundgebung gegen die Unternehmenshoheit teilgenommen zu haben. Dieses Mal im HoloNets-Hauptquartier von Sterling Malkeith. Mit anzusehen, wie 500 Personen, viele von ihnen blutend und ängstlich, von Polizei-Swatbots aus ihren Häusern geholt werden, ist verständlicherweise und zu Recht für viele Menschen ein schreckliches Erlebnis. Aber es ist nichts Neues. Schon 2054, als es wegen der Besetzung von Metallurgic Internationals holographischem Kundendienst zur ersten Verhaftungswelle von virtuellen Protestlern kam, debattierten Experten und Gerichte darüber, ob das Internet als öffentlicher Raum anzusehen ist, in dem friedliche Versammlungen rechtlich zulässig sind. Die Gesetzgebung hat mit den Fortschritten des Holonetzes ganz einfach nicht Schritt gehalten. Und das ist kein Versehen. Es dient den Interessen von Sterling Malkeith, Metallurgic und ihresgleichen, die Hololandschaft nach ihrem Gutdünken zu nutzen. Nicht als öffentlicher Raum, sondern, mit den Worten des von Metallurgic unterstützten Senators Jarrah O'Neill, als eine Anordnung von Informationsprozessen, die in Privatbesitz sind. Derselbe O'Neill, Daten beschädigt. Gut, da haben wir immerhin mal eine kleine Lücke gefüllt. Und, ich kann es euch nicht versprechen, dass wir sie wirklich alle suchen und finden werden. Ich gucke mich natürlich um, ich versuche mein Bestes, aber ich kann es echt nicht versprechen. Weil sonst müsste ich mich hier, ich würde mich auch sehr gerne noch länger hier aufhalten und suchen und abgrasen alles. Ganz ehrlich, zum Glück ist das ja auch weiterhin sichtbar, wenn da so ein Leuchten ist. Weil so findet der Sucher da nichts. Also der zeigt's nicht an. Was ist denn da? Ein Graser, okay. Ich dachte, das ist schon wieder irgendwas Gefährlicheres. So. Weiter geht's. Ein Fuchs, ein Hase. Aber nichts. Sofern ich mich weit genug von euch weghalte, solltet ihr mir doch nichts tun, oder? Ah, Mädel. Ich habe hier immer ein bisschen die Hoffnung gehegt. Aber ich weiß noch nicht, wie die das macht mit diesem irgendwo durch oder reingleiten. Da kommt unser Langhals wieder, oder? Ja, der ist da unterwegs. Gut. Hat der eine Schwachstelle? Oder können wir da einfach... Ich muss den Kampf gewinnen. Musst du? Wieso musst du? Okay, der haut ab. Auch gut. Dann weiß der nämlich nicht mehr, wo wir sind, wenn der jetzt hier wieder rumkommt. Dafür sind andere jetzt auch alarmiert. Gut. Solange die sich jetzt aber da hinten aufhalten, kann ich ja hier lang. Oder nicht? Was ist denn da?
Speicherpunkt Lagerfeuer. Das klingt doch sehr sympathisch. Lagerfeuer klingt toll. Speicherpunkte sind hoffentlich auch sicher. Bum, bum, ja. Da ist unser Freundchen wieder. Und Speicherpunkt gefällt mir auch insofern gut, da die Zeit schon wieder gekommen ist. Deswegen, ich habe keinen leeren Platz mehr. Gut, dann machen wir hier unten weiter. Natürlich.